Am 20. Jänner hat an der FH Wien eine Podiumsdiskussion stattgefunden. Titel: Verdammt vernetzt. Etwa 100 interessierte Gäste sind gekommen. Aber Moment, was machen die Leute da? Ist es so langweilig hier? Nein, ganz im Gegenteil. Twittern während der Diskussion gehört unbedingt dazu. Es geht nämlich heute um das Web 2.0 und um die Zukunft des Journalismus. Diskutiert haben Expertinnen und Experten aus verschiedenen Bereichen. Journalist und Autor Robert Miesig, Bloggerin Jana Herwig, Medienökonom Jan Krone, Digital Lifestyle Coach Lena Doppel und Blogger Helge Farnberger. Moderiert hat der bekannte ORF-Journalist Gerald Groß. Organisiert wurde die Veranstaltung von den Journalismusstudenten der FH. Wie kam es zu der Idee? Wir haben im Rahmen unseres Journalismusstudiums gesprochen über neue Medien, über Netzwerkmedien. Und es war immer wieder das Thema Veränderungen im Journalismus. Und da werden auch diese Netzwerkmedien eine große Rolle spielen. Und wir hatten dann das Gefühl, dass bei unseren Lehrenden niemand wirklich dabei ist, der Ahnung davon hat, beziehungsweise nicht von Anfang an dabei war. Und da hat man immer gespürt, es herrscht eine gewisse Ratlosigkeit. Und so ist es dann auf dieses Thema gekommen. Studiengangsleiter Reinhard Christl ist mit dem Engagement zufrieden. Ja, ich fand und ich finde das grundsätzlich einmal sehr gut, dass die Studenten aus Eigeninitiative so eine Veranstaltung organisieren. Und ich finde es besonders gut, dass es eine Veranstaltung ist, die sich mit Journalismus 2.0 beschäftigt, also mit Internetjournalismus, mit Onlinejournalismus und damit also mit den Zukunftsthemen des Journalismus. Er will das Web 2.0 in Zukunft mehr in das Journalismusstudium der FH einbauen. Die Journalismusausbildung muss sich sicher ändern. Sie muss sich entwickeln in Richtung Journalismus 2.0, in Richtung Internet, in Richtung Online, in Richtung Multimedia. Und wir werden in der Hinsicht in den nächsten Monaten einiges tun. Wir werden uns mal in Amerika anschauen, was dort so derzeit die Trends sind, auf so einer kleinen Studienreise zum Beispiel. Und wir werden den Studiengang ein bisschen von Print in Richtung Online-Multimedia umändern. Auch die Journalisten werden sich verändern müssen. Die Experten vom Podium haben Tipps für die junge Generation. Sich nicht aufreiben lassen, glaube ich, ja, sozusagen in diesem Multitasking sich nicht aufreiben zu lassen, sondern einfach sich zu konzentrieren auf das, was man, ein bisschen auf den eigenen Bauch auch zu hören, was interessiert mich wirklich, ja, was will ich auch in Zukunft sein, will ich jemand sein, der zum Beispiel Exklusivinformationen herankarrt, will ich ein investigativer Journalist sein zum Beispiel, und da muss ich mir schon überlegen, wie kann ich mir ein Leben als investigativer Journalist zum Beispiel finanzieren. Wenn man das als Ideal verfolgt, spielt das Geld nicht so eine große Rolle. Wenn man aber Journalist vor dem Hintergrund der bisher abgeschlossenen Tarife oder deswegen Journalist werden möchte, dann wird es natürlich schwieriger. Offen bleiben, neugierig bleiben, nicht auf jeden Hype aufspringen, aber anschauen, wo gehen die Leute hin, kommunizieren. Früher war Journalismus fast mehr senden und inzwischen muss man auch empfangen können. Apropos empfangen, die Diskussion konnte man auch via Livestream und Twitter mitverfolgen. Alle Infos, Fotos und Interviews zu Verdammt vernetzt gibt es auf vernetzt.wordpress.com.